Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 20 Video hier auf dem SK Gaming YouTube Channel. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie ich Mystery Ball das erste Mal in FIFA Ultimate Team getestet habe. Hat ja auch ganz gut geklappt und heute schauen wir uns Volta an, my friends. Ich habe das bisher noch nie gespielt, hier daheim auf meiner Konsole. Ich habe es einmal getestet auf der Gamescom, zufälligerweise auch gegen Megabit. Aber hier daheim kein einziges Mal. Das ist ja der FIFA Street Modus in einer Art und Weise, ne, der wieder zurückgekehrt ist in FIFA 20. Und ich bin da jetzt reingegangen, wollte mir das ein bisschen anschauen und ich musste prompt erstmal meinen Spieler erstellen. Ne, eigenen Charakter, dies, das. Und dann bin ich hier reingekommen und ich dachte mir, wow, 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 wow. Ich glaube, ich zeichne das direkt mal auf und mache das mit euch gemeinsam, weil ich habe keinen Plan, was hier gerade passiert. Ich sehe das zum ersten Mal und das machen wir jetzt einfach mal. Und ich weiß aber nicht mal, welche Mannschaft, mit welchen Spielern ich spielen muss, kann, keine Ahnung. Deswegen probieren wir das einfach gemeinsam jetzt. Und ihr seht, Spiele online gegen andere Spieler und Mannschaften. Gewinne Spiele und hol dir genug Punkte, um aufzusteigen und schließlich Division 1 zu erreichen. Ne? Also hier ist ähnlich wie bei Division Rivals. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier laufen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der übelste Skiller. War ich nie. Ne? Auch in 11 gegen 11 auf Rasen nicht. Von daher, skilltechnisch wird das schwierig. Aber mal schauen, was meine Gegner so drauf haben. Wir gehen hier rein, my friends. Da bin ich. Schaut mal hier, Magenta ist am Stissel. Selbstverständlich, oder? Passt ja auch perfekt dazu. Alright. Der andere hat auch so einen Typen. Hinten ist kein Torhüter, habe ich gesehen, ne? Oh mein Gott. Okay, wir spielen ohne Torhüter. Aber ich kenne mich ja gar nicht aus. Das ist komplett verwirrend. Ich weiß ja nicht mal, wer... Ist das meiner? Mr. Never Give Up, mach hier rein, komm. Nein! Ja, das bin auch wieder ich, ne? Oh, ist das... Woher weiß ich, welche meine sind, Alter? Da oben, also... Das ist ja komplett unübersichtlich. Ah, komm schon, Mirza, komm. Nein, 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 nein! Scheiße! Verdammt! Da habe ich immer ordentlich verkackt. Jetzt aber, come on. Jetzt. Mach ihn rein. Ja, easy, easy! Lea macht das Ding! Das ist echt nicht so einfach, ne? Das mit dem Abschirmen ist auch ein Tick schwer. Das war an sich gut gemacht mit dem Dragback, my friends. Nee. So einfach mache ich es dir nicht. Come on, Mirza, komm. Ja, ja. Ja, Kling ihn quer. Ja, mach ihn rein. Ja, ganz auf entspannt. Lea, Maschine, Leute. Maschine, Lea. Mach mal einen Move. Mach einen Move. Boah, ich habe gar nicht gesehen. Die Zeit oben, ne? 2-1. Ich denke, jetzt wird es einen Seitenwechsel geben, ne? Okay. Ja, wir sind schon gut unterwegs. Spiel fortsetzt. Ich bin ready. Mach ihn rein. Alter, Mr. Never Give Up. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der trifft ja das leere Tor nicht. Ja, nein! Nein! Wie kannst du den nicht machen, Junge? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Schießen muss safe auf manuell sein, Leute. Anders ergibt das keinen Sinn. Ah, ich wollte hier davonziehen. Wow, mein Gott. Mach rein! Rein damit! Yes! Bisschen lucky, aber ist passiert. Ah. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, die Defensive ist es, Leute. Die Defensive. Man kennt mich. Defensivspezialist ist am Start. Einmal habe ich verkackt, aber ansonsten seht ihr alle Bälle, die ich erobere. Vor allem wegen Defensive. Nice, schon wieder. Die Frau ist Maschine, ich sag's euch. Jungs, drauf. Nein, der lackt sich hier aber ordentlich durch. Oh, hier schickt er noch einen Kuss raus. Na klar. Boah, komm, geh hin. Hol dir den Ball. Mirza, komm, Defense. Komm, Mirza, setz dich. Ja, das bist du, Mr. Never Give Up. Sehr gut gemacht. Mach ihn rein. Nein. Ja, Mann, let's go im Nachschuss. Super wichtiges 2-5. Oder 5-2, besser gesagt. Sid macht das Tor. Oh, Mr. Never Give Up. Aber ich muss sagen,
Defensive kann ich, ne, wie in echt. Defensive kann ich. Hinten bin ich Beton. Alter, wie schlecht! Jetzt, nein! Also Mirza kann ja mal gar nicht schießen. Ja, sie ist Maschine, wirklich. Also, sie ist echt Maschine, sie macht alles rein. Gibt's den ersten Rage Quit oder was? Rage Quit bei Volta? Nicht dein Ernst. Nein, Alter. Mein erstes Volta Gameplay und ich zwinge meinen Gegner zum Rage Quit. Alright. Kann man mal machen, wieso denn nicht, my friends? Ich bin aber ehrlich, ich habe gerade richtig Bock auf mehr. Weiter. Ich will nochmal spielen. Ich bin gerade richtig heiß. Rein damit. Hallo, wieso stehst du da rum, Mr. Never Give Up, Junge? Boah, was ein Ding! Oh ja, Line Stabling ist on point, Leute. Oh oh. On point. Aha. Boah. Nein! Ja! Der ist schon ein Tick besser als der vorher, Leute. Das ist schon jetzt hier Next Level. Was ein Fehler. Oh, noch ein Fehler von mir. Oh nein! Ja! Tore schießen kann er noch nicht so. Ja, Mann, Alter, Mr. Never Give Up ist hier on fire, my friends. Ja. Den musst du machen. Nein, wie kann man den nicht machen? Ah! Was eine Scheiße. Was ein Tor, Alter. Jetzt komme ich langsam rein. Jetzt komme ich langsam richtig rein. Ich glaube, das ist auch nur Übungssache. Und man muss nicht mal so krass skillen. Ein bisschen schon, ihr seht, ein bisschen was kann ich ja auch, ne? Aber es geht vor allem um die Defensive und um das Verständnis. Ah, schade. Halbzeit. Boah, she's on fire und wie sie on fire ist. Verdammt, wo war der Verteidiger, Junge? Feier dich nicht so, Mann. Nee. Schnick, schnack, schnuck. Der kommt wieder. Nice, geht doch. Comeback ist da. Wieder bin ich da, let's go. Nein, das habe ich verkackt. Schlechter kann man das jetzt gar nicht verteidigen, das, was ich gemacht habe. Mein Gott, war ich schlecht. Junge. Yes! Die ist Maschine, die Kleine. Die Kleine ist echt Maschine, Leute. Oh, da ist wieder so viel Raum nach Mirza. Oh, Glück gehabt. Nein! Ja! Sweaty Goal, Leute. Sweaty Goal, Alter! Was für ein Sack ich bin, Alter. So, 6-2. Adrian, ich hab's geschafft. Oh, da ist ja wieder alles frei. Oh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's richtig, richtig hart für den Gegner. Also ich glaube, ich würde auch in Volta, würde ich das jetzt mal intensiver spielen, würde ich, glaube ich, auch hier rasieren. Ich glaube, ich würde da Division 1 auf jeden Fall kommen. Man merkt einfach, dass Defensive das A und O ist, ne? Zweimal war zwar halt hinten keiner drin im Tor und dann passiert's halt. Aber wenn du einen Torhüter hast, dann geht's. Boah. Mirza, komm. Mach ihn rein! Oh mein Gott, zum Abschluss nochmal komplett versemmelt. Zweiter Sieg in Folge, my friends. Ist doch stabil, ne? Für unser Volta-Debüt passt das. Spielerbewertung 9,5. 2 Tore, 1 Vorlage. Echte Maschine, der Typ. Aber wir belassen es erstmal hier jetzt. Und ich denke, ihr kennt euch da nochmal deutlich besser aus als ich. Da kann man ja auch verschiedene T-Shirts und alles drum und dran kaufen. Vielleicht wird es die Serie öfter mal geben hier, ich weiß es noch nicht, aber fürs erste Mal hat mir das echt viel Spaß gemacht, muss ich schon sagen, wir stehen 2-0, hat Bock gemacht. Ich hoffe, es hat auch euch Bock gemacht zuzuschauen, Leute, wenn ja, dann bitte ich um ein dickes, fettes Daumen nach oben und abonniert den SK Gaming YouTube Channel für weitere FIFA 20 Videos mit mir, die auf jeden Fall kommen werden. Das war's für heute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.